Freunde, heute ist wieder Spieltag, Samstag 15.30 Uhr. Unsere Hertha im Abstiegskampf. Wir sind heute wirklich kurz davor abzusteigen. So ein Stück. Es gibt noch minimale Chancen, das Ding zu drehen. Hertha muss mindestens 6 Punkte holen. Geht ja auch nur noch 6. Gegen Bochum, nächste Woche gegen Wolfsburg. Ich hoffe, wir schaffen das heute. Die anderen dürfen kaum punkten. Wir sind eigentlich schon weg. Ich habe schon abgeschlossen. Ich wollte eigentlich gar keinen Vlog machen. Heute einfach ins Stadion gehen, Kurve feiern. Irgendwie irgendwas, aber ich entschieden, wir gehen doch ins Stadion. Und deswegen, let's go, viel Spaß bei Hertha gegen Bochum, mitten im Abstiegskampf. Ja, mal gucken, ob die Leute überhaupt heute noch dran glauben. Let's go. Guck mal, und hier über 2 Stunden vorm Anpfiff. Und hier ist halt auch einfach schon viel los. Also vor uns, hinter uns. Bei Hertha ist schon geil, da kannst du auch wirklich vorm Spiel schon kommen und dir einen reinsaufen. Das ist schon sehr, sehr geil. 1-2-0 Hertha heute. Schaffen wir es. Schaffen wir es noch? Was sagt ihr? Nein, ich bin mit drauf. Schaffen wir es? Ja. Nein, wir verlieren nicht gegen Bochum. Nee, gegen Bochum nicht. Nächsten gegen Wolfsburg vielleicht, aber gegen Bochum nicht. Also ich meine, auswärts letztes Mal war ja 4-1, aber... Egal, wie es ausgeht, Hertha steht kurz ab. Ja, das ist safe, hundertprozentig. Leider. Viel Spaß, Jungs, ne? Ja, jede Woche bin ich hier. Nächste Woche auch, oder? In Wolfsburg. Hoffentlich, wenn es klappt. Nee, reicht so langsam. Ich finde dich so geil, du bist ein der beste Tag als Dortmund-Fan, ja? Du bist der geilste. Das war ich nicht. Ich gucke all deine Videos, du bist so cool. Dankeschön, geil. Vielen, vielen Dank. Ey, voll geil, dass ich dich jetzt hier treffe. Schaffen wir es heute, was sagst du? Digga, nein, Mann. ihr habt alle schon abgeschlossen, ne? Und er war Dortmund-Fan einen Tag. Ey, warte, Dortmund-Fan einen Tag. Natürlich, ja. Ja, Junge. Ja. Ja. Für die Farbe, die wir tragen, blau, weiß. Für die Farbe, die wir tragen, blau, weiß. Wir sind im YouTube-Video. Komm her, Geier, komm her, mein Kumpel. Und ich bin der Uwe Blau dabei. Was tippst du heute? Oh, 2-0. Start ist 3-1. Was tippst du? 3-0. 3-0. Ich sag 3-1. Wir gewinnen heute? Ja, klar. Auf jeden Fall. Viel Spaß, Jungs, ne? Danke, dass du hier bist. Also, Freunde, hier vor dem Olympiastadion. Ich frag mich, ob wir es heute schaffen. Es wird sehr, sehr schwer. Es wird sehr, sehr schwer, aber es ist möglich. Mein Tipp ist heute für das Spiel 2-0 Hertha. Aber ich sage, ich hab ehrlich gesagt abgeschlossen. Also ich glaube, Hertha wird es nicht schaffen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr trotzdem freuen. Sabri treffen wir gleich noch und dann gehen wir rein. Ich habe Angst, wirklich. Ich will nicht. Ich will heute gute Stimmung. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir heute verlieren, dass es ganz, ganz asozial wird. Dass es wirklich eskaliert. Was die Leute heute teilweise hier schon saufen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gerne, viel Spaß. Glaubst du, hat das steigt ab? Leider ja. Leider, was glaubst du? Glaubst du, wir schaffen es noch? Es ist schon sehr unwahrscheinlich, ne? Aber ich hoffe es natürlich auch, dass wir es schaffen. Viel Spaß. Machst du heute einen Vlog oder wie? Ja, mach ich. Darf ich auch eine Prediction raushauen? Kannst gerne machen. Okay, die Kamera. Okay, Prediction ist 2-1 Hertha. 2-1 Hertha? Ja. Steigen wir ab, ist die andere Prediction? Ja, leider. Jeder sagt ja. Wir haben es alle, schon. Wir haben es. Die nächste Woche gegen Wolfsburg irgendwas holen, die anderen müssen auch alle verlieren. Ja. So ist es. Aber geile Frise hast du. Ja. Auf 3 Punkte trotzdem gegen Bochum gewinnen wir, ne? Immerhin. Gutes Spiel. Ich will anstoßen. Er ist einfach weggegangen. Hat man das gesehen? Scheiße. Ah, da ist er doch! Berliner! Brandenburger! Was geht's dir? So, guck mal, wir stehen hier jetzt noch am Stand und holen uns noch was zu essen. Sabri hat uns den empfohlen. Das ist ein großer Fan von Sabri und hat gesagt, er muss noch eine Currywurst, deswegen gehen wir noch kurz mit. Ich habe auch ein bisschen Hunger und ein Bierchen geht noch, bis wir drin sind. Na, 4 Euro das Bier. Ganz schön viel für vorm Stadion, finde ich. Aber eine Curry hol ich mir auch noch, ne? Holen wir noch eine Curry da drüben? Hi, wir nehmen eine Currywurst. Was meinst du? Sieht die gut aus? Sieht nicht schlecht aus, ne? Aber 4 Euro ist natürlich auch nicht ohne. Nur die Currywurst. Und ein Brötchen halt dazu, ne? Hier, einen auf den. Probieren wir mal, oder? Guten Appetit. Der Ketchup ist mir ein bisschen zu basic, bin ich ehrlich. Ist okay, aber ist mir ein bisschen zu basic. Die Wurst ist ein bisschen zu... Da fehlt so, dass das Äußere der Currywurst ein bisschen mehr Knack hat. Finde ich so, geht so ein bisschen. Ist okay. Und die Becher finde ich halt mies mit dem Pfand, ne? Aber sonst sind trotzdem lecker. Kann man auf jeden Fall machen, aber ist halt 4 Euro für eine Wurst, ne? Gäbe es denn irgendjemanden, wenn du den siehst, mit dem du ein Foto machen würdest? In dem Sinne, auf 3 Punkte, ne? Viel Spaß heute. Gerne, ciao, ciao. Ach, du hast gefehlt die ganze Zeit. Guck mal, das finde ich so geil hier, Freunde. Direkt vorm Stadion, du stehst hier und du hast diesen fetten Weg von links nach rechts komplett hier runter. Die Leute chillen hier, hören Musik, haben ihre Wohnwägen hier auf dem Platz quasi stehen, wo sie ihren Suff drin haben, dass sie vorm Spiel saufen können.
Das ist so gut gemacht, das ist so schlau, das finde ich so, so geil. Das ist schon ein geiler Vibe, dafür ist das Olympiastadion geil. Safe. Was sagt ihr, gewinnt Hertha heute? 3-1. 3-1? Ja. Maschallah. Wenn du in deinem Video zu sehen sind, kannst du gerne posten. Dankeschön. Ich finde dein Content, mach weiter so. Mein Beileid, eigentlich ist er gar nicht so gut. Doch, der ist geil, der kennt dich nie, was machst du? Alter. Frag lieber nicht, wirklich. Dein Leben soll sich nicht so verändern. Das ist eine Legende. Ja, das ist Bullshit, ganz großer Bullshit. Gewinnen wir heute? Safe. Halten wir die Klasse? 2-0, mein Call. Wirklich? Heute 2-0. 2-0. Sag ich auch 2-0. Jessic Doppelpack. Viel Spaß, Jungs. Stimmt, wir sind im Dortklasse. Wollt ihr kurz sagen, was denkt ihr, wie es ausgeht? 2-0 Hertha. Er sagt 2-0, was sagst du? 2-1 Hertha. 2-1 Hertha. Alle sagen, wir winnen, steigen wir ab? Nein, das ja, nicht. Irgendwie schaffen wir es. Ich glaube auch. Alle sagen, alle irgendwie fast. Schaffen wir es noch. Meinst du? Ja, irgendwie schaffen in dem wir Sinne. Viel Spaß, Jungs. Ja, ich wollte gerade eigentlich sagen, ey, lass uns doch einen Döner holen. Wie damals in dem Video. Aber guck mal, wo die Leute anstehen. Das ist ja unglaublich. Da sind wir am Anstoß, stehen wir noch hier. Bratwurst schmeckt auch gut. Oh, die Schlange ist ja auch ewig. Was soll denn? Wirklich, das kann Berlin einfach nicht. Oh, ihr habt so ein großes Stadion, kriegt das nie voll. 60.000 hier, fast jede Woche. 50 bis 60.000. Man steht halt einfach ewig an. Dafür gibt es zu wenig Stände leider. Alles klar? Ja. Du hast ihn schon beim HSV gesehen. Wirklich? Ja, ja. Ja, merke ich direkt im Akzent. Beim HSV gesehen, ne, Digga? Geil. Können wir ein Foto machen? Natürlich, klar, Logo. Ihr seid Hamburger? Hamburger, ja. Okay, was sagt ihr? Schafft Hertha den Klassenhalt? Nein. Nee. Schafft Hertha heute 3 Punkte zu holen? 1-1 heute, glaube ich. Okay, und schafft es Hamburg aufzusteigen? Auch nicht. Geil. Okay, lass uns Foto machen. 3 Punkte heute? Natürlich, ich hoffe. Und halten wir die Klasse? Ja, auch. Und jetzt ehrlich? Ja, wirklich. Wirklich? Ich glaub dran natürlich. Macher. Er glaubt dran. Können wir ein Foto machen? Natürlich. Ich dachte gerade, dein Vater wäre Markus Rühle. Geil, das rotze ich weg. Hält Hertha heute die Klasse? Ja, sicher. Logisch. Die schaffen das. Wirklich? Ja, die schaffen das. Denkst du es wirklich aus dem Herzen raus? Ja, die schaffen das. Macher. Ja, voll. 5-1 im Dorf. Wir werden es auseinandernehmen heute. Wer schießt heute ein Tor? Luke Barke und Jovetic. 2-0 oder 2-1? 2-0. Sag ich auch. Ich bin davon überzeugt. 3 Punkte. Viel Spaß. Oh Mann, wirklich. Es ist immer herzlich hier. Es ist sehr, sehr herzlich. Ich lieb's hier. Es ist schön und gutes Wetter. Aber wir werden den Klassenerhalt, glaube ich. Also ich hoffe es vom Herzen, wir schaffen es, aber. Ja, ich bin bei 60 schon dabei. Mein Beileid, wirklich. Mein Beileid. Mein Beileid. Viel Spaß halt, Jungs, ne? Habt ihr noch ein Heimtrikot in L? Nee, nur noch 2XL. Ich wollte eigentlich ein Trikot kaufen und irgendjemand, der kein Trikot hat, ein Trikot schenken. Aber es gibt kein Trikot mehr, nur noch in 2XL. Deswegen werden wir einen Schal verschenken heute. An irgendeinen, der keinen hat. Dass es schön im Stadion aussieht. Also der Nächste, der mich anspricht, der keinen Schal hat, der kriegt den Schal von mir heute. Ich muss eine kurze Lanze brechen, leider. Für diese Snacks, Wägen, Stände. Wir haben Pommes geholt. Also diese Curry-Chili-Krakauer ist grandios, immer noch. Wer im Stadion seid, holt euch die. Aber die Pommes sind leider richtig labbrig und schlecht. Wollte ich immer gesagt haben, dass ihr Bescheid wisst. Holt euch, wenn ihr im Olympiastadion seid, nicht bei diesen Ständen Pommes. Keine Chance. Niemals. Da ist viel zu viel Nachfrage, der wird viel zu langsam gekocht, deswegen sind die labbrig und nicht durch. Macht's nicht. Aber dafür die Chili-Krakauer. Wunderbar. Kenne ich vor allem daher, dass du jetzt immer diese Videos die machst, Stadion die, dass du die Stadion bewertest. Ja, mach ich halt wieder. Hier, guck mal. Aber du bist ja schon öfters hier gewesen. Ja, aber ich muss es ja dokumentieren, weil ja, wir cool heute absteigen. Ich grüße mal noch mal. Abstieg. Ja, natürlich. Was bist du für ein Fan? Bayern. Ja, inshallah. Natürlich. Warum hast du kein Trikot an? Ja, bist du kein Hertha-Fan? Doch, ich bin Hertha-Fan. Sehr ehrlich? Ehrlich. Aber? Mein Marcelinho-Trikot passt mir leider nicht. Hier, komm. Für dich heute. Für dich. Komm, wir machen jetzt ein Bild. Danke. Gewinnen wir heute? Na klar, gewinnt Hertha heute. So ein Ding ist das. Ich guck schon Ewigkeiten deine Videos. Ich will den Schal mit da oben sehen, ne? Ja, na klar, danke dir. Viel Spaß. Da haben wir doch, wunderbar. Bochum-Block ist voll. In die Hauptstadt kommen sie irgendwie alle gerne. Da heißt es immer, wir gehen alle in die Hauptstadt. Hier fühlen sie sich immer heimisch, weißt du? Hier kann jeder Fan so sein, wie er will. Hier schämt sich keiner für den Auswärtsverein. Das gehört auch zum Olympiastadion einfach dazu. Gehört einfach dazu, leider. Leider, richtig leider. Aber in Berlin darf jeder sein, wie er ist. Wir müssen heute gewinnen. Wir müssen heute gewinnen, wirklich. Jetzt werde ich, so langsam werde ich wirklich aufgeregt. So langsam bin ich ein bisschen. Mein Herz schlägt so langsam, wirklich. Aber schön, dass wir hier so viel Platz haben. Ich habe die Tickets heute gekauft. Ich hatte eigentlich Tickets für die Ostkurve und habe sie noch umgetauscht und mir die hier geholt für den Vlog extra. Richter! Boateng! Warum spielt der von Anfang an?
Sogar ein bisschen verzögert heute zum Anpfiff. 15.31 Uhr schon. Und da sind wir drin. Viel Spaß bei Hertha. Gegen Berlin. Gegen Bochum. Auswärtskurve ist wirklich brutal gefüllt. Sehr, sehr stark. Die Ostkurve aber auch brutal gefüllt. So eine schöne Kurve. Ich hab Scheiß in der Buchse. Ich bin wirklich verwundert über die Aufstellung heute, dass Prince von Anfang an spielt, weil er ist halt nicht mehr der Jüngste und er kann halt nicht lange. Also er wird spätestens, glaube ich, zur 50. ausgewechselt, sage ich. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, Mann. Sehr gespannt. Komm schon, komm schon. Bitte. Das ist doch scheiße, Digga. Das ist doch bodenlos. Wir haben jetzt 11 Minuten, wir haben einen Banner wieder, ein Spruchband. Stark bleiben, Franzi, du bist nicht allein. Liebe Grüße an Franzi, stark bleiben. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich wollte eigentlich sagen, ey, wirklich 11 Minuten und bisher ultra scheiße. Aber von beiden Seiten, wirklich. Also 11 Minuten, es war... Mal gucken, was noch kommt. Also wirklich, bisher, so wie sie spielen, habe ich keine Hoffnung für heute. Bin ich ehrlich, ich habe bisher keine Hoffnung für heute. Keine Hoffnung. Jetzt fällt es 1-0. Der ist gut! Der ist gut! Mann! Warum? Das ist eine Message. Das ist mal wieder eine Message an den DFL. 5400 Kilometer von der ganzen Saison davon, nicht auswärts. Nicht samstags. Das ist krass. Oh nein, er guckt sich das Tor an. Video Assistant Referee. Hello, darkness, my friend. I've come to talk with you again. Als ich in Bochum war, hat Hertha auch einfach ein Abseits-Tor geschossen und es wurde nicht gegeben. Ich habe mein ganzes Bier aus Versehen verschüttet. Ich habe mein ganzes Bier aus Versehen fallen gelassen. Schalke Frankfurt. 1-1 für Frankfurt hat ausgeglichen. Richtig. Auf geht's, alle! Ticketabteilung bei Hertha BSC. Vergesst nicht. Hertha-Tickets ohne Aufpreis bei Heimspielen. Echte Tageskassen. Personalisierung abschaffen. Hertha-Tickets für Gäste bei den Profis der U23. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich stehe schon drauf, ein Handy zu haben, aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn ihr absteigt! Was ist das denn, Mann? Digga, das ist doch scheiße. Das ist wirklich zweite verfickte Liga. Das ist ja so peinlich und schlecht. Wirklich, wirklich, warum habe ich früher einmal auf Hertha geschissen und jetzt bin ich Fan, wo wir nur noch verlieren, Mann. Wisst ihr, was ich im Olympiastadion kacke finde? Wenn du hier sitzt, zum Beispiel wie wir gerade auf der Haupttribüne und du singst mit Hertha, 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 B, dann bist du dumm angeguckt. Die Leute gucken dich an, als ob du mit, als, warum du mitsingst, das finde ich so dumm. So. Das ist halt in anderen Stadien leider nicht so. Das ist bei Hertha, muss ich auch selbst als Hertha-Fan sagen, finde ich voll schade, so in anderen Scheinen ist es gar nicht. Wenn du hier sitzt und denkst,
Hertha, Hertha, Hertha BSC. Da guckt sich die Hälfte des Stadions dumm an. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Hertha, Hertha, Hertha BSC. Hertha, Hertha, Hertha BSC. Halbzeit, ne? Muss man sagen, 0-0. Besser als 0-1. Also Freunde, zweite Halbzeit geht weiter. Wenn Hertha heute übrigens nicht gewinnt, dann sind wir safe weg, wie ich schon mal gesagt habe. Also Hertha muss wirklich gewinnen, dass wir heute nicht absteigen. Und nochmal Lob an die VfL-Auswärtskurve. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr geil. Die haben wirklich eine gute Auswärtskurve. Also wirklich auch rechts noch daneben. Da auf der anderen Seite ist auch noch viel los. Also wirklich Props an die Fans. Sind wirklich gute Fans, geile Fans. Kann man nichts anderes sagen. Und jetzt ein Tor hinterher. Immerhin führt Frankfurt gegen Schalke. Grüße an Simon. Sau stark, wirklich. Das ist Einsatz! Ich kann das nicht mehr, wirklich. Ich bin so am Ende. Ich bin emotional wirklich ein Wrack. Weißt du, wir sind Letzter. Und die Bochumer kommen auch weg mit so vielen Leuten her, weil die sagen so, ey, hier in Bochum. Hier holen wir Punkte, hier in Berlin, da holen wir heute Punkte, da holen wir Punkte. Und wir so, oh ja, zu Hause gegen Bochum, da holen wir Punkte. Wirklich, mein Herz, macht's nicht mit. Ja! Ja! Jawohl! Let's go! Teng ist jetzt auch raus, Richter ist raus. Ich weiß es nicht wirklich, ich bin so. Mann, ich bin mit meinen verfickten Gefühlen wirklich. Ich kann das nicht mehr. Ey, das wäre jetzt so typisch, wirklich. Das wäre typisch Herder, wenn sie jetzt das 1-1 wieder kriegen. Ich bete zu allen Göttern da draußen, die existieren, dass sie es nicht kriegen, wirklich. Ey, wirklich, ich mag Bochum. Coole Fans, coole Stadt. Geiler Sänger mit Grönemeyer, aber wirklich. Holt den Sieg nach Hause, Hertha, bitte. Ist auch schade halt. In Berlin gibt es halt keine Gegengerade. Das ist halt auch sehr schade am Stadion. Und so, auf geht's her, dann würden die rufen, kämpfen und siegen oder so. Gibt's halt leider auch nicht. Oh, mein Herz ist so pompig. Hertha BSC wird es immer sein. Hertha BSC heißt unser Verein. Lauf, Toni! Lauf, Toni! Was war das denn, Alter? Warum ist denn der Torwart so schnell? Heißt unser Verein. Hertha BSC. Auf geht's! Einmal aufs Tor! Einmal, bitte! Eckball, immerhin Eckball, hab nichts gesagt. 70.000! 70.000 Zuschauer. Aber Hertha kriegt ja sein Scheißstadion nicht voll. Hertha, Hertha, Hertha BSC. Hertha, Hertha, Hertha BSC. Also wir haben es jetzt aktuell 80. Minute. Hoffenheim führt immer noch 2-1 gegen Union, was echt krank ist. Bremen und Köln 1-1. Schalke leider auch 2-2 gegen Frankfurt. Ich hoffe, dass Frankfurt noch ein Tor schießt. Und dass Hertha das Ding natürlich nach Hause holt. Das war gerade eben so ein mieser Pfostenschuss, wirklich. Das kann jede Sekunde, sobald Bochum den Ausgleich schießen sollte, kann es einfach vorbei sein. Guck mal, der Torwart von Bochum, wo der ist, Mann. Auf geht's, Olli! Bitte, komm schon, Männer, bitte! Schieß! So knapp, Mann. So knapp auf Boston. Meine 89. Minute, wirklich, meine Nerven sind blank.
Warum nicht so wie früher wirklich, wo mir Hertha scheißegal war. Wirklich, wo ich nur gehatet habe und jetzt plötzlich, jetzt wo wir absteigen, interessiere ich mich für den Verein. Wirklich. Die haben jahrelang schon scheiße gespielt. Und jetzt, wo sie fast ein Eigentor machen, bin ich plötzlich Hertha-Fan, Mann. Guck mal, aber das ist leider Hertha-Haupttribüne. Kaum jemand hebt den Schal. Guck mal, gegenüber Gegentribüne. So viele Menschen. Hier rechts Richtung Ostkurve, so viele Menschen in der Ostkurve. Das ist halt leider wirklich, das ist tragisch leider. 90. Minute, jetzt komm schon, bitte. Komm, pfeif ab, Baby. Ejuke, komm schon, Ejuke! Ejuke! Ja, so sieht ein Weg übrigens aus, vom Stadion weg, wenn man abgestiegen ist. Ich glaube, alles, was ihr seht, sind einfach nur geknickte Gesichter. Trockene, geknickte Gesichter. Das ist ja Elversberg, ne? Das ist schon dirty, das ist wirklich dirty.